Yo Freunde, was geht ab? Heute ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach Riad zurückpranken möchte, denn ich habe keinen Bock darauf. Jedes Mal werde ich von Riad geprankt und ich möchte ihm einfach mal heute wieder zeigen, dass er das mit mir nicht probieren braucht, denn ich bin auch ein Mensch und ich kann mich auch genauso wehren. Für die Leute, die es nicht wissen, er hat mich vor 2 Tagen geprankt, indem er dieses MacBook hier komplett in Aluminiumfolie eingewickelt hat und ich habe halt Angst gehabt, dass alles verkratzt ist und bin fast gestorben, weil ich so verzweifelt war. Deswegen werde ich heute Riad kurz und schmerzlos pranken. Wirklich einfach richtig simpel und einfach richtig leicht und einfach weil ich heute Bock habe, dass Riad mal ein bisschen Schmerzen hat. Und zwar, Freunde, ich habe hier eine schöne Zitronensäure, das ist so Zitronensäure. Dann habe ich hier ein schönes Glas. Jetzt werde ich alles, das ganze Glas werde ich schön voll machen mit dieser Zitronensäure. Und dann werde ich einfach stumpf diese komplette Säure nehmen und in sein Gesicht kippen. Alles in sein Gesicht, in seine Augen. Bam! Und ich glaube, das wird so krasse Schmerzen sein. Ich glaube, er wird so krasse Schmerzen haben, wird so krass heulen. Ich will nicht wissen, was das für Schmerzen sind, wenn diese Säure in die Augen bekommt, so ins Gesicht. Riad ist gerade noch zu Hause, der kommt gleich, wir wollen eine Runde chillen und ein paar Sachen besprechen. Ich würde sagen, ich habe genug geredet, wir warten jetzt auf Riad. Viel Spaß mit dem Prank. Let's go. So, Freunde, Riad ist genau jetzt angekommen. Und falls ihr euch wundert, warum ich die Kamera noch bei mir habe, ich mache es genauso wie Riad. Ich lasse die Kamera einfach laufen, wenn er reinkommt und provoziere ihn schön. Ich provoziere das Ganze schön einfach da, indem ich einfach auf ihn rauffilme. Und ja, genau. Let's go. Was ist dein Auftrag, Bruder? Was soll mein Auftrag sein? Darf ich nicht filmen, oder was? Nein, darfst du nicht. Ja, sag mal, was ist dein Auftrag? Nicht, ich filme nur so, Digga, auf auch Spaß. Skiski! 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 Geh mal weg, Digga! Skiski! Hey! Geh mal weg! Junge, geh mal weg! Skiski! Bastard, ich weiß, das ist so einer von denen, du machst etwas und dann machst du wieder nichts. Mach gar nichts, mein Nerv nicht, Digga. Bastard. Okay, Freunde. So, Freunde, er ist jetzt mit Zimmer, hat sich hingesetzt. Ich werde ihn jetzt prägen. Ich nehme jetzt das Glas. Willst du auch was trinken oder was? Das ist schon nice, Digga. Was willst du? Ich hab, Eistee hier und ich hab Cola, ich hab Wasser. Also, und ich hab hier gerade Sprite. Hast du Bock auf Sprite? Sprite-Selfie. Kleiner Bastard, Alter. Warum was? Ei, richtig ins Auge, richtig ins Auge. Geil. Ah, ich schwöre, das ist schön ins Auge, Digga. Schön ins Auge, ja, geil. Oh. Warum machen ich hoffe, du hast richtig schön Schmerzen, Junge. Geh weg. Ah! Ja, lass das. Freunde, was geht? Auf jeden Fall, Johnny hat mich ja gerade geprankt und jetzt ist mir wieder eine richtig kranke Idee eingefallen. Jetzt muss ich ihn zurückpranken. Er hat mich doch gerade mit diesem Zitronenprank geprankt und jetzt prank ich ihn zurück. Und zwar habe ich hier das Kleid von meiner Oma und das habe ich hier, das habe ich extra bei Johnny gemacht. Das habe ich mal bei Johnny gelassen, weil wir damit irgendwie ein Experiment gemacht haben. Blablabla. Ich rede schon wieder viel zu viel. Auf jeden Fall, schaut einfach zu, was ich jetzt mache. Ich zeige euch das jetzt einfach. Passt auf. Ich renne jetzt ins Zimmer rein und werde dir heftig die mieseste Gürtel verteilen. Vertrau mir, ich werde dich jetzt zurückpranken. Ja, was war das denn vorhin, ne? Was war das denn hier vorhin, ne? Ah, Was soll das? Hör mal auf! Ah, Digga! Ah, Digga, übertreib mich! Freunde, lass das nicht mit mir, Bruder, das nicht mit mir. Ja, Mann. Digga, fresh? Ja, ich steh dir, Bruder. Ei, Digga, was machst du? Sag mal, Digga, ich hab echt ein bisschen zu hart gemacht. Oh, wie rot. Ei. Guck mal da. Das war echt ein bisschen zu hart. Das war echt ein bisschen zu hart. Sorry.
Ey, Digga, tut mir gerade echt ein bisschen leid, das war echt ein bisschen zu hart. Warte ab, Digga, mein Ernst, warte ab. Aber das muss einfach sein. Das hättest du nicht machen müssen. Ich hab gerade zu dir gesagt, du sollst kein Spielchen mehr spielen. Du willst weiter Spielchen spielen. Ja, ja. Du willst Spielchen spielen. Du willst drauf anhängen, ne? So, Freunde, mal ganz kurz, muss ich hier schnell ein. Riet ist gerade auf der Toilette erst an der Wurst legen. Ich habe zu Riet gesagt, er soll mit mir keine Spielchen spielen, aber er will mit mir Spielchen spielen. Guck mal hier, wie rot das ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade sieht. Und ihr wisst ja noch, er hat ja mein MacBook in Alufolie gewickelt. Und ich werde genau einen Prank jetzt bei Riet machen. Jetzt auch spontan, einfach schnell. Deswegen muss ich beeilen, er kommt gleich wieder. Deswegen, ich werde jetzt einfach sein Handy in Alufolie wickeln und dann mit so einem Ball und den einfach abwerfen und sowas. Und dann wundert er sich, hey, wo ist mein Handy, dies, das. Ich mache das jetzt in Alufolie. Vorher auch Frischhaltefolie, damit das nicht zerkratzt. Riet, ich sag dir noch ein letztes Mal, hör auf mit mir Spielchen zu spielen. Du wirst es bereuen. Lass das. So, Freunde, fertig ist der Ball. Da ist jetzt sein Handy drin. Er ist immer noch nicht fertig. Ich glaube, der macht richtig ordentlich. Dampf lässt er ab. Hier ist jetzt das Handy drin. Ne? Ein schöner Ball ist draus geworden. Tja, ich würde sagen, wir warten jetzt auf Riet. Bis gleich. La la la, la 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 la, la 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 la, la la. Wo bleibt der Mann? Fokus hier drauf. Ich kann, Mann. Da bist du endlich, Digga. Guck mal, ich hab hier uns einen Ball gebastelt, Digga, wo Fußball spielen können. Schieß auch mal, macht Spaß. Macht echt Spaß, hier schießt. Da ist mein Handy drin, sei ehrlich. Nein, wie kommst du drauf? Da ist mein Handy drin, ne? Wie kommst du drauf? Da ist mein Handy drin. Da ist dein Handy nicht drin. Nein, da ist dein Handy nicht drin, Digga. Warum soll dein Handy da drin sein, Junge? Ich bin nicht so ein Assi wie du. Ist da mein Handy drin? Nein, da ist kein Handy drin. Da ist kein Handy drin, Junge. Schub alles. Ja. Da ist mein Handy drin, oder bitte? Ja, da ist mein Handy drin. Nein. Ich hab das doch da gelassen, Digga, in Ladestation. Ja, da liegt's doch auch. Ja, doch, hast du genommen. Hä? Digga, warum hast du mein Handy da rein? Hab ich nicht. Hast du wenigstens mit Dings Frischhaltefolie gemacht? Nö. Schon alles? Nö, ich wette mit dir, du hast sogar ohne Frischhaltefolie gemacht. Hab ich auch. Ja, aber. Digga, Kratzer, nee, Mann, das Handy war neu. Ah! Ich krieg das nicht auf. In der Zeit bist du auf, ist wusstet ihr das, auf Instagram rauf, folgt mir. Wusstet ihr, dass er heißt, du heißt auf Instagram, Riet.de war das, ne? Hä? Riet.de hieß du auf Instagram, ne? Riet.de? Ja, so hieß dein Instagram-Name. Wer ist Riet.de? Kenn ich gar nicht, Digga. Ja, das war dein Instagram-Name. Digga, kenn ich nicht. Hä, warum bist du so nett? Da. Weißt du, warum er so nett ist? Ich hätte extra alles getan, damit du es bezahlst. Frischhaltefolie, Bruder. Schäm mal deinen Ex, Bruder. Junge, Riet, hör auf. Hey, Johnny? Guck mal. Ach, Digga, Mann. Guck mal, Digga, denkst du erst noch? Ach, Digga. Mann, das ist echt unnötig, Digga. Wieso nötig, Digga? Mann, Junge. Was für Arbeit ist das hier auch geworden? Viel Spaß, Bruder, viel Spaß, Digga. Behindert, was soll ich das? Kannst du aufbauen? Nee, das musste ich auch alles wegtun. Das musste ich auch alles wegtun. Hier, alles musste ich hier wegtun. Also, nee. Mann. Geil. Alle Hashtag, geil. Voll kaputt, sauber. Herzlichen Glückwunsch. Echt? Fuck. Jawohl. Guck mal, was ist das, Mann? Was ist das, Junge? Sag mal, was ist das jetzt hier? Digga, jetzt. Wir haben gesagt, wir haben Frieden geschlossen. Du machst weiter. Nein, Bruder. Frieden gibt's auf diesem Kanal nicht. Auf diesem Kanal gibt's keinen Frieden. Das hier ist für mich ein Kurde vs. Deutscher. Alle Hashtag Kurde vs. Alle Hashtag KVSD ab in die Kommentare. Spam damit zu ich und alle, die schreiben KVSD. Ich versuche jedes Kommentar, die KVSD schreiben, zu liken, ein Herz zu geben. Und Johnny versucht's auch. Also alle Hashtag KVSD. Nee, ich gebe nur jeden ein Herzen, die schreiben, jedes ein Spaß. Nein, ich gebe. Freunde, ihr werdet sehen. KVSD! KVSD! Freunde, ich würde sagen, dir viel Spaß, dass du es aufbaust und ja.
werde ich jetzt hier hinlegen, verstecken und die Tür zumachen und dann werden wir warten, bis Riad reinkommt. Geh weg! Freunde, ich würde sagen, das hat jetzt hier echt ein Ende. Wie jetzt schon gesagt hat, wenn euch dieses, das war ja wieder, eigentlich war es gar nicht geplant, dieses Kurde vs. Deutscher, aber im Endeffekt war es ja wieder ein Kurde vs. Deutscher, redet es ja, Kurde, ich bin Deutscher. Ja, war wieder ein Kurde vs. Deutscher Battle. Wenn euch sowas gefällt und wenn ihr Bock habt, dass wir mehr sowas machen, so eine Kurde vs. Deutsche Battles, bam bam bam, dann schreibt in die Kommentare Hashtag KVSD. KVSD. Also Freunde, bleibt die Kommentare wirklich damit zu. Wirklich, zeigt mal, was genau ihr drauf habt. Und ich würde sagen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch einen Daumen hoch da. Und ich würde sagen, folgt uns auf Snap, folgt uns auf Instagram. 3, 2, 1.